finden, dass ich sage, Mohammed, der Beweisen beste wir Mensch das mal. aller Zeiten, war anscheinend Beweisen ein wir das doch. pädophiles Beweisen wir Arschloch. das. Ja, beweisen wir das mal. Ist doch ganz Ich soll dir beweisen, dass Mohammed Aisha mit 6 geheiratet und mit 9 genommen hat. Ich soll dir beweisen, damit er sie mit 9 nehmen konnte, dass er sie mit Gurken und Datteln gefüttert hat, damit sie nicht platzt. Ich soll dir beweisen, dass Mohammed Befehle aufgereiht hat, dass Mohammed der beste Mensch aller Zeiten ein egomanisches, pädophiles Arschloch war? Interessant. Es ist kein Problem, Al-Risala. Es ist einfach, das zu beweisen. Es gibt jede Menge Quellen von Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Sirat Rasulillah, Ibn Sa'd und so weiter und so fort, die alle überliefert haben, dass der Prophet Auftragsmorde unterstützt oder direkt angeordnet hat. Ich nenne dir ein Beispiel, Asma bint Marwan. Ja? Sie wurde im direkten Auftrag vom Propheten Mohammed ermordet, weil sie Poetry, wie sagt man so, weil sie so Gedichte gegen ihn vorgetragen hat und weil sie in den Gedichten gesagt hat, dass man den Propheten Mohammed angreifen soll. Sie wurde hingerichtet. Dann Abu Afak war ein jüdischer Poet. Er hat auch Gedichte gegen den Propheten gesagt oder ausgesprochen auf Märkten und in der Öffentlichkeit. Und der Prophet hat direkt Anweisungen gegeben, dass Abu Afak umgebracht werden soll. Und so geht die Liste weiter mit Menschen, Ka'ab ibn al-Ashraf zum Beispiel. Und das alles findet sich in Sahih Bukhari, Ibn Kathir, Sira al-Nabawiyah und so weiter und so fort. Es gibt so viele Beweise dafür, dass der Prophet Auftragsmorde erteilt hat an Leute, die ihm unbequem waren. Und es gibt mindestens, soweit ich meine Recherchen gemacht habe, gibt es mindestens, ich glaube, er hat, wenn ich mich richtig an die Zahlen erinnere, dann gab es ungefähr 44 Auftragsmorde vom Propheten. Von daher stellen wir fest, Mohammed war ein pädophiles Arschloch. Beleidige ruhig weiter, alles gut. Das kannst du ja nur machen. Das ist keine Beleidigung. Natürlich ist eine Beleidigung. Natürlich ist eine Beleidigung. Du Opfer. Ja, aber ja, witzigerweise, er beleidigt in erster Linie deinen Propheten, aber warum reagierst du so, als würde er dich beleidigen? Das ist das Interessante. Mein Prophet ist. Und er kann froh sein, dass er nicht vor mir steht. Punkt aus. Du sag mal, wenn ich vor dir stehen würde, weißt du eigentlich, wie ich aussehe? Mal ganz ehrlich, wer sagt dir, dass du dir nicht ein Idioten bist? Mensch, guck mal, du versteckst dich hinter dein Handy und beleidigst den Propheten. Oh, hinter meinem Handy, also du kannst raufgucken, da findest du dann direkt ein Video klar. von mir. Dann, ganz ehrlich, ich zeige dir direkt meinen Klarnamen. Du bist frechherzig auf eine Tasse Kaffee eingeladen, das kriegen wir alles hin. Was anderes kann ich dir ja nicht anbieten, alles andere ist ja bei dir nicht heran. Lass uns das doch für unter vier Augen treffen. Und sagen, also ich hätte... Jetzt wird es primitiv. Ist so, wenn er mein Prophet beleidigt, was soll ich da machen? Wieso beleidigen? Ich beleidige deinen Propheten nicht. Ich stelle fest. Und wenn du der Meinung bist, dass ein 54-Jähriger einen 9-Jährigen nimmt, nicht pädophil ist, dann sollte ich mal dich fragen, was bei dir in der Bildung ist. Du hast keine Eier. Du hast keine Eier, Rudi. Drück mal das ein bisschen nach oben, liebe Freunde. Der Unterschied zwischen dir und mir, Al-Risala, ist der, du kannst meine gesamte Weltanschauung zerreißen, wie du willst. Du kannst die Philosophen, die ich mag, zerreißen. Du kannst meine gesamte ideologische Gedankenwelt kannst du auseinanderpflücken und ich würde dich nicht dafür schlagen wollen. Überhaupt nicht. Die Tatsache, dass du dich für einen Menschen, der vor 1400 Jahren gelebt hat, der Gegenstand von gerechtfertigter Kritik und gerechtfertigter geschichtlicher Untersuchung ist, jemanden schlagen willst für so etwas. Das zeigt, welche emotionale Verbindung der Islam, wie bei mir, damals hätte ich auch jedem auf die Fresse gehauen, der den Propheten Mohammed beleidigt. Ja, ich war auch bei Demonstrationen, als die Charlie Hebdo, als die Charlie Hebdo-Karikaturen auf den Markt geworfen worden sind.
da war ich in Berlin und vor dem Brandenburger Tor und habe ich auch mit meinen Taliban-Freunden demonstriert. Und da habe ich einen Skandal gefunden. Die Tatsache aber, dass du für deinen Propheten jemanden zusammenschlagen möchtest, das zeigt schon der Sprengstoff, der in dieser Religion steckt. Und das zeigt den friedlichen Islam. Ja. Das zeigt, welche Gewalttätigkeit im Grunde genommen hinter dieser Religion steckt. Dass du nicht einmal, dass du das nicht einfach runterstimmst und sagst, okay, du wirst schon sehen. Allah wird dir schon am Tag des jüngsten Gerichts zeigen. Das wäre meine Reaktion, wenn ich heute Muslim wäre. Aber du willst ihn sofort abstrafen. Das ist das Problem mit dieser Religion. Aber ich finde noch was viel anderes. Nee, guck mal ganz kurz, Kian. Ganz kurz. Nee, warte mal, Al-Rashid. Ja. Warte mal ganz kurz. Gesundheit. Ja, ich hab mich auch gerade verschluckt an deinem Namen. Wie wäre es dann, wenn du uns mal den friedlichen Islam demonstrierst? Du hättest da von mir vielleicht sogar eine Challenge. Ich würde dir sogar einen Puffi geben dafür, Alter, ohne Scheiß. Also ich wollte das. Du setzt dir eine Kippa auf und gehst mit dieser Kippa durch Neukölln durch die Sonnenallee. Wenn du es schaffst, von vorne bis hinten die Sonnenallee zu beschreiten, mit Kippa auf dem Kopf, ohne dass dich auch jemand nur quer anspricht, dann kriegst du von mir einen Fuffi. Kippa? Ja. Also ich wollte jetzt erstmal jedem hier einen schönen Abend wünschen. Ja, ich wollte Pasan jetzt mal ganz kurz ran. Grüß dich. Hallo Kian, hallo Roy. Ich habe nur kurz eine Frage an Al-Risala. Und zwar, du hast eben gesagt, wenn man etwas behauptet, dann bräuchte man noch einen Beweis. Ich hätte gerne einen Beweis von dir, wo du einen Widerspruch in der Bibel gefunden hast. Mann, das habe ich nicht im Kopf. Aber ich habe mir das auch notiert. Willst du das jetzt wissen? Ja, ich will es gerne wissen. Du hast eben gesagt. Ja, klar, kann ich dir nachher zeigen. Aber wir sind gerade bei einem anderen Thema. Kann ich dir nachher zeigen, wenn du drinnen bleibst. Genau, wir versuchen hier gerade eine Wette unter richtigen Männern zu machen. Mal Reurig, ich bin reingekommen, ich war respektvoll. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich setze mir ein Kopftuch auf und gehe durch Berlin-Neukölln, durch die Sonnenallee und du setzt dir eine Kippa auf. Wir beide gehen Hand in Hand. Was hältst du davon? Boah, das Bild will ich sehen. Ich stehe nicht auf Männer. Wir gehen doch nur in Hand, Alter, um unsere Verbundenheit zu zeigen, wie friedlich die beiden Religionen nebeneinander gehen können. Friedlich. Ja. Ey, guck mal, Alter, ich würde mir sogar ein Kopftuch aufsetzen, nur um die Frau zu spielen. Dann wäre wenigstens das schon mal geklärt. Ja, und du würdest zeigen, wie divers der Islam ist. Maroi, da sieht man, dass du kein Mann bist. Erstens machst du einen auf dicke Eier und beleidigst den Propheten. Und er macht dies, macht das, er macht dich lustig über den Islam. Das ist typisch Islam-Hasser. Guck mal, erst machst du auf einen Mann und jetzt machst du Spaß. Ja, wollen wir das nun machen? Guck mal, du kannst doch zeigen, was für ein Mann du bist. Gehst du auf das Schauspiel ein? Pass auf, ich erhöhe um 500 Euro. Nee. Ich geh drauf nicht ein, weil ich mit dir erstmal so einen Scheiß nicht machen möchte. Wieso denn nicht, Alter? 500 Tacken, ganz ehrlich, das hast du das letzte Mal am 1. vom Bürgeramt bekommen. Guck mal, da sieht man, dass du kein Mann bist, Mann. Du bist kein Mann, Mensch. Du bist nicht 1% Mann. Ich gebe dir gerade total die Möglichkeit, zu beweisen, was für ein Mann du bist. Nein. Und ich spiele deine Frau mit Kopftuch. Nein, guck mal, da sieht man, dass du wirklich eine Frau bist. Du bist wirklich eine Frau. Du willst den Kopftuch über den Kopf ziehen. Ich ziehe mein Kopftuch rüber, das stört mich überhaupt nicht. Das zeigt dein Männlichkeit. Ich gehe als deine Muslima durch die Gegend. Hand in Hand gehen wir beide. Aber ich rasiere mich nicht, das sage ich dir gleich. Das zeigt deine Männlichkeit, ist klar. Nee, das heißt deine Männlichkeit. Nur mal so nebenbei. Aber ist auch egal. Kriegen wir das denn hin? Oder du kannst das ja auch alleine für dich machen. Du gehst live dabei, weil du bist ja ein richtiger Mann. Du zeigst dich ja auch im Internet. Du bist ein Clown. Steckst dich ja nicht hinter der Anonymität. Du gehst ja hier auch mit Klarnamen rein. Mit deinem eigenen Bild rein. Okay, du zeigst ja so viel von dir, dass du ja kein Problem damit hast, so ein wahrer Moslem-Mann zu sein. Und dann mit einer Kippa auf dem Kopf durch die Sonnenallee in Neukölln zu rennen. Warum Kippa? Okay. Das ist doch kein Problem für so einen wahren Moslem wie dich darstellen. Leute, Entschuldigung, ich will die Nanifee noch mal ganz kurz rannehmen. Ja. Ja, Roy, ich bin dabei, wenn ich dich mit Perücke runterrennen sehe, will ich bitte von dir Bescheid bekommen. Ich setze doch ein Kopftuch auf, Nanifee, da siehst du mein Haar nicht. Mein Haar darf man doch nicht sehen.
Hey, pass mal auf, der Unterschied ist ganz einfach. Das habe ich schon mal in einem anderen Live gesagt. Ihr habt nur so lange, wenn überhaupt, Respekt, solange man euren Glaube nicht angreift. Sobald man euer Glaube kritisiert, ist der Respekt weg. Und zwar von einer Sekunde auf die ganz nächste. Kurz, ganz kurz. Wenn du zu mir sagst, nee, wenn du zu mir sagst, dein Gott ist scheiße. Nein. Oder Jesus ist ein Stinker. Juckt mich das nicht. Mensch, überhaupt nicht, weil ich trage den Glauben in mir und nicht nach außen. Das ist der große Unterschied. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe dich, deswegen aber, traut sich auch kein Christlicher überhaupt mit euch über euren Glauben zu diskutieren. Weil dann hat man nämlich Angst, dass man gleich eine gepfeffert kriegt, weil ihr euch direkt persönlich angegriffen fühlt. Hey. Und das ist nämlich das eigentliche Problem hier. Das ist das eigentliche Problem. Und das müsst ihr auch mal sehen. Wenn doch du dein Allah im Herzen trägst, dann trag ihn doch dort. Was interessiert dich, was andere über ihn denken? Das ist doch dein Glauben, oder? Ja, genau. Wenn wir Kritik ab, das ist nicht schlimm, aber wenn er anfängt zu beleidigen, und das ist ja provokant, was soll ich da nur Ja, aber wieso lässt du dich da provozieren? Mich provoziert da auch keiner. Überhaupt nicht. Es interessiert mich nicht. Roy könnte es jetzt zu mir sagen. Das wird mich nicht jucken, oder auch du. Ich lebe, guck mal, das Problem ist, ich lebe in der Realität. Ja? Und nicht nach irgendeinem Buch, was tausende von Jahren alt ist. Das müsst ihr mal verstehen. Ich meine, in gewisser Hinsicht gebe ich der Nanni viel recht, weil der Kian, der hat auch sehr viel, ich bin ein Katholik, und der Kian hat auch sehr viel gegen den Christentum gesagt. Und ich fühle mich da nicht angegriffen. Ich lasse den Kian einfach in seiner Meinung sein. Weil wenn es seine Meinung ist, dann kann ich da schwer was ändern, weißt du? Ja. Warte mal, ich habe mal eine ganz einfache Frage. Eine ganz einfache Frage an Al-Rashid Halalala. Sprich meinen Namen richtig aus, erstmal. Ich kann das gar nicht. Du hast ihn vorhin Ruhai genannt und das ist Arabisch. So. Oh. In meiner Frage, die ich aber an dich habe, sieht es ganz einfach meinen Namen so richtig aus. Ist Isa für dich Jesus oder ist Isa für dich ein Prophet? Isa ist für mich ein Prophet. Guck mal, jetzt hast du eben gerade das komplette Christentum beleidigt. Was? Theoretisch müsste ich jetzt angegriffen sein, ja. Ja. Wo habe ich ihn beleidigt? Aber das reißt du nicht. Das ist das, was du nicht verstehst. Weil Jesus kein Prophet war, sondern der Sohn Gottes. Erklär mir das doch, du Schlaukopf. Das hast du doch eben gerade schon gehört. Für was die Christen denn? Was denn? Ist Isa rede doch mal Klartext, du Feigling. Für die Christen ist Isa Jesus. Ganz einfach. Somit hast du in deiner Aussage eben, wenn du sagst, dass Isa für dich ein Prophet ist, das komplette Christentum beleidigt und reizt es noch nicht mal. Ich hätte kurz eine Frage, weil das ist der Sinn, von den ich halt nicht verstehe im Islam. Im Islam ist, laut dem Islam ist bei ihnen Isa ja der Prophet, aber ursprünglich war ja eigentlich Jude. Wie kann man einer Religion angehören? Das ist, weil das ist das Problem, weil die heilige Dreifaltigkeit, die kapieren die nicht. Das ist zu hochwertig für die. Und ich hätte noch ganz kurz eine Frage an Kian und Roy. Die Frage, die hat mich schon, die interessiert mich schon seit längerem, weil ich verfolge euch eure Livestreams auch länger. Wie stellt ihr euch die Zukunft in Deutschland vor? Also könnt ihr da irgendwie prognostizieren, was denkt ihr, wie die Zukunft in Deutschland wird? Islamfrei hoffentlich. Du Islamhasser. Ja, ich hasse den Islam, gerade wenn er im politischen Islam landet. Da hey, Risala, ganz ehrlich, du bist hier. Vielleicht auch irgendwie politisch. Risala, du bist der Einzige bisher gewesen, der hier überhaupt direkt nicht hat. Und zumal sie immer wieder perfektionelle Werbung für die AfD durch ihren Aussagen machen, durch ihre Aggressivität. Wenn sie mit dem Mund nicht weiterkommen, dann wird sofort hier, lass uns treffen und eins aufs Maul hauen oder du. Also Leute, das zieht nicht mehr. Das habt ihr vielleicht viele Jahre lang durchziehen können mit den Deutschen, aber mittlerweile wachen die aber auch auf. Und wir reden jetzt hier nicht nur die Bio-Deutschen, sondern wir reden für viele in dem Namen, die sehr gerne in diesem Land
weiterleben wollen, wie es bisher ist und nicht sich verändert in einem ja, halber Arabien. Warum seid ihr dann alle hergekommen? Verstehe ich nicht. Nein, hör doch mal zu. Wenn wir ganz normal uns unterhalten, ich und Roy, ja, und er dann kommt und Arschloch sagt zu meinem Prophet, der halt diese Religion offenbart hat. Ja, was soll ich da noch machen? Das ist keine Religion, die er offenbart hat, das ist eine Ideologie, da muss man erstmal unterscheiden. Das ist eine Religion, die Religion, Mann. Mich greift das immer noch nicht an. Sorry, ich kann das nicht nachempfinden, sei mir nicht böse, aber ich kann nicht verstehen, dass wenn man in deine Glaubensrichtung negativ oder auch Beleidigung gegenübertritt, dass man sich so persönlich damit angegriffen fühlt. Ich kann es nicht verstehen und ich werde es nie verstehen. Aber es ist aber keine Beleidigung. Es ist eine Tatsache. Ja, aber er sieht es ja als Beleidigung. Pass mal auf, Nennifee, ich erkläre es dir ganz einfach. Wenn ich jetzt dich frage, Nennifee, ein 54-jähriger Mann, der mit einer 9-jährigen Unzucht treibt, ist ja, dieser Mann pädophil, ja oder nein? Natürlich. So, wenn ich jetzt noch den Namen Mohammed davor setze, macht es die Sache besser oder schlechter? Schlechter. Es ist doch an dem, dass man da ganz klar deutlich sagen kann, ein 54-Jähriger, der mit einer 9-jährigen Unzucht treibt, dass der pädophil ist. Wenn ich dann noch den Ausdruck dahinter klebe, den ich benannt habe, weil er da in seine Ideologie, die er da vertreten hat, da sogar Menschen hat umbringen lassen, dass er absolut egomanisch war, dass das, was ihr als besten Menschen aller Zeiten bezeichnet, dass ich doch aus meinem klaren Menschenverstand heraus sagen kann, dass er das für mich nun mal ist, was ich da betitelt habe. Und das halte ich fest, das würde ich maximal mit einem Ausrufezeichen unterlegen und sagen, mit Nachdruck ist es sogar an dem. Okay. Wir haben jetzt gerade jemanden Neues hoch hier, Dina. Bitte schön. Oh, sehr gerne. Was? Wir haben jetzt gerade jemand Neues hier, Dina. Und schieß mal los. Dina, ich habe dich um. Ja, hallo, ich wollte noch mal kurz was sagen. Ja, gerne. Und zwar, wenn ihr euch halt nicht angegriffen fühlt, wenn man euren Glauben beleidigt, dann ist das ja in Ordnung. Und wenn ihr das nicht nachempfinden könnt, okay. Aber andere fühlen sich vielleicht dadurch angegriffen, dann respektiert man die Menschen auch einfach. Ist doch egal. Das ist dann aber ihr Problem und nicht mein Problem. Aber das ist ja dann auch. Ja, aber das ist ja dann letztendlich, wenn du dich angegriffen fühlst, warum soll ich dein Problem, was ist offensichtlich dein Problem, zu meinem Problem machen? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist rein, man beleidigt einfach nicht. Religion hin oder her. Man beleidigt nicht. Moment, darauf kann ich ja leicht das beantworten. Also, keine Religion verdient ein, oder es gibt keinen Automatismus, der mich zwingt, eine Religion per se anzuerkennen, weil der Mythos im Raum steht, dass man Religion irgendwie immer respektieren muss. Eine Religion ist genauso Gegenstand der Untersuchung wie jede andere Weltanschauung auf diesem Planeten. Und ich unterziehe dem Islam einer gewissen Analyse und ich stelle fest, dass es im Islam genügend Elemente gibt, die mich dazu zwingen, den Islam nicht zu respektieren. Und der Islam hat auch per se keine Menschenrechte. Das heißt, du hast ein Recht, menschlich behandelt zu werden, aber deine Weltanschauung ist gar nichts. Deine Weltanschauung ist, was es ist. Deine Weltanschauung kann man mögen, kann man ablehnen, kann man hassen, kann man lieben, kann man befürworten, vertreten oder komplett verwerfen. Und deswegen die Untersuchung, die wir gemacht haben, hat uns zu dem Ergebnis gebracht, dass der Islam im Grunde genommen eine absolut intolerante, menschenfeindliche, gesellschaftsfeindliche Ideologie ist. Und deswegen muss niemand deine Religion respektieren, nur weil du von dir selbst aus einforderst, dass man gegenüber deinem Wertesystem einen gewissen Respekt entgegenbringt. Das müssen wir nicht machen. Aber jetzt auch mal unabhängig von der Religion, es ist halt einfach nur ein zwischenmenschliches Problem. Man kann halt nicht erwarten, dass jeder Mensch der gleichen Meinung ist wie du. Und es ist irgendwann mal, kommt es halt zu einem Zeitpunkt, wo es einen Menschen im Leben gibt, der komplett gegen dich ist. Weißt du, wie ich das meine? Du kannst diesen Menschen auch nicht überzeugen. Und
da haben wir halt ein zwischenmenschliches Kommunikationsproblem. Das ist halt in der sozioökologischen Wissenschaft ist das so. Ganz einfach. Der Islam ist ein Weg und den kann man verwerfen. Und vor allem mit Beleidigungen. Ja. Mit Beleidigungen. Das liegt auch immer im Auge des Betrachters. Wie stark oder wie dick ist mein Fell für Beleidigungen oder wie sensibel reagiere ich auf eine Beleidigung? Und wenn ich jetzt ehrlich gesagt teilweise manchmal als Nazi betitelt werde, fühle ich mich persönlich null angegriffen. Es geht mir nur darum, dass das, was damals die Nazis gebracht haben, den Opfern gegenüber unfair ist, das miteinander zu vergleichen. Das ist der eigentliche Punkt. Sonst juckt es mich mittlerweile überhaupt nicht mehr, was du von mir denkst zum Beispiel. Und deswegen juckt es mich noch viel, viel weniger, was der Gegenüber von mir, von jenen denkt, an denen ich glaube. Ja, klar. Schau mal, ich als Christ wurde, man hat mir auch schon mal gesagt von einem Salafisten, also er war wirklich Salafist, wurde mir auch schon mal gesagt, dass ich wegen meinem Glauben in die Hölle komme. Ich habe es, natürlich, es war ein Angriff, ich sah es auch als einen Angriff, aber ich habe das jetzt nicht zu nah an mich rangelassen. Weil es gibt gegenüber dem Christentum gibt es so eine Art von Hass. Der große Unterschied ist natürlich, dass die christliche Religion im Gegensatz zur islamischen einen klar pazifistischen Kern hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Durch zum Beispiel was auch juckt die euch das? Ihr seid doch keine Muslime, was juckt euch das alles gerade? Ist das Thema so heiß für euch? Oder? Weil es hier um Deutschland geht. Das juckt uns dann schon. Was geht euch das an? Habt ihr keine eigenen Probleme? Weil es hier um Deutschland geht. Reagierst du genauso, wie deinesgleichen immer reagiert, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ihr achtet darauf. Okay. Jetzt fängst du an, nachzutreten, weil du nicht mehr weißt, wie du dich argumentativ weiter wehren kannst. Also packst du jetzt eine große Keule aus. Jetzt wird beleidigt. Warte mal bitte alle ganz kurz. Kian wollte gerade was sagen. Moment, Freunde, was du letztens rausgehauen hast mit Frauenbeschneidung, entspricht nicht der Wahrheit, ist nicht islamisch. Doch, die Frauenbeschneidung ist islamisch. Beschneidung der Frau ist nicht islamisch. Möchtest du ein Hadith davon hören? Ein Fakt. Was für Hadith? Komm mir nicht mit Hadith. Es gibt im Islam keine Beschneidung der Frau. Möchtest du ein Hadith hören? Ja oder nein? Ich möchte das nicht hören, weil ich das weiß. Möchtest du ein Hadith hören? Ja, es ist ein islamischer Land und wurde beschnitten. Nein, nein. Wenn du es doch weißt, dann kannst du es doch dir anhören. Kulturen und nicht aus dem Islam. Ich würde gerne diesen Hadith hören, wenn du den parat hast gerade. Oh, das gucke ich mir wieder darüber. Gut. Sag gut. An, leg los. Das hast du angefangen. Das Thema doch im Raum geschmissen. Stopp, wartet, Leute. Lolle, ich höre mir das seit 3 Tagen hier von euch an. Also, Freunde. Schieß los. Also, erst einmal in Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sahih Muslim, Sahih Bukhari gibt es unglaublich viele Hadithe, aber es gibt eine Handvoll von Hadithe, die die weibliche Genitalverstümmelung exakt beschreiben. Genitalverstümmelung? Weiter. Ahmed ibn Hanbal. Das gibt Hanbal. Es nicht im Islam. Imam Beschneidung Hanbal, einer der 4 Rechtsschulen. Hat Hör doch ihm mal zu, Mensch. So, aber ich weiß also, es doch besser. Ihr braucht mir doch nichts erzählen. Ihr seid wieso durch, weißt du das Muslim? Besser mit deinen knapp über 20 Jahren? Moment. Ihr seid doch gar keine Muslime, ihr habt gar keine Religion. Was wollt ihr eigentlich? Ich Muslim sein, um das zu wissen. Sag mal, was für ein dummes Argument ist das? Schämt, diese Unwahrheiten so, zu also, verbreiten. Also, eine Sekunde. Also, ihr habt keine Ahnung. Sag mal, leise, Eine Sekunde. Ich überführe Sie jetzt einfach Ihrer eigenen Dummheit. Und wenn man die eigene Dummheit, hat, ihr sitzt hier in der Nacht, diskutiert über Islam, also, weil ihr kein Leben habt. Was für eigene Dummheit. Ja, aber ich hab ja auch nicht da. Bist du dann dabei? Du bist doch dabei. Weil du über die Beschneidung der Frau gelabert hast vor 2 Tagen. Das habe ich auch. Ja, aber das war gerade nicht das Thema hier oben. Da kamst du jetzt mit hoch. Wartet bitte. Erstens, Dina, du bist zur gleichen Zeit hier im TikTok wie wir alle, okay? Und dann kommst du mit deinem Barbie-Puppengesicht hier rein, hast deine Palästinenser, deine Kifaya auf deinem Kopf. Jetzt geht's aufs Aussehen, ha? Man kann auch und hast ein sehr unislamisches Aussehen. Zeigst dann deine Solidarität mit Palästina, mit der Hamas womöglich auch noch und kritisierst uns, dass wir zur gleichen Zeit in TikTok sind wie du. Du scheinst also das gleiche fehlende Leben zu haben, wie wir auch. Ja? Und ich lasse mich doch von so einem TikTok-Typ jetzt nicht belehren, oder? Ihr habt doch gar keine Ahnung. Dann geh doch raus. Lach euch die ganze Zeit schon aus. Kennst du? Ja, schön für dich, wenn du lachen kannst.
Moment, kennst du? Ihr seid so peinlich, ne? Ihr merkt es doch gar nicht mehr. Wie viele Leute über euch lachen gerade? Dina, nenne mir die vier Rechtschulden des Sunniten im Islam. Und über Sachen erzählt, wo ihr gar keine Ahnung von habt. Ihr schämt euch nicht mal. Nö. Dina, ich habe dich stumm geschaltet. Ich mache dich wieder frei, wenn du mir sagen kannst, wie nennt man die vier Rechtschulden im Islam? Jetzt darfst du wieder reden, Dina. Wie nennt man die vier Rechtschulden im Islam? Bitte schön. Dina, wie nennt man die vier Rechtschulden im Islam? Du kannst dich wieder entstummen. Weiß ich selber nicht. Wie nennt man die vier... Was weißt du selbst? Wie nennt man die vier... Eine Deutsche war noch nie in irgendeinem muslimischen Land, wenn mir irgendwas Wie nennt man die vier Rechtschulden im Islam? Nein, bitte, niemand redet jetzt. Oh, ihr seid so peinlich. Wie nennt man die vier Rechtschulden im Islam? Was ist das für ein Land? Die vier anerkannten... Oh, jetzt habe ich euch in Rage gebracht. Oh. Wie viele... Nani, warte mal bitte. Dina, wie nennt man die vier Rechtsschulen im Islam? Was ist mit der Beschneidung eigentlich? Du wolltest mir doch da was vortragen. Guck, die weiß das nicht, ich hab's Moment. Gewusst. Nani, bitte, warte, eine Sekunde bitte. Weißt du es? Ich rede nicht. Nein, Dina, also brauchst du ja gar nicht darauf antworten. Dir, du hast ja selber keine Ahnung. Leute, keine Ahnung. Ihr seid alle keine Muslime, außer ich. Also braucht ihr mir gar nicht irgendwas erklären. Du klingst wie eine 24-jähriges Mädchen. Ich bin 30. Ich war 35 Jahre lang, gut, und ich war 34 Jahre lang ein praktizierender Muslim. Ich bin 20 Jahre älter als du. So, also, wie nennt man die vier Rechtsschulen im Islam? So kannst du kein Arabisch? Wie nennt man die vier Rechtsschulen im Islam? Du warst Moslem, rede mal Arabisch. Wie nennt man die vier Rechtsschulen im Islam? Nee, du lügst ja gerade. Du sagst, du warst Moslem. Wie nennt man die vier Rechtsschulen im Islam? Verstecken. Wie nennt man die vier Rechtsschulden im Warum? Islam? Nee, ihr braucht mich gar nicht an Pranger stellen. Ich habe wegen der Beschneidung gefragt. Welcher und gib mir keine Antwort anders. Gegeben. Welcher Rechtsschule im Islam folgst du? Gib mir zeig mir die Quelle, dass die Frau im Islam beschnitten werden soll oder die habe ich schon unten aufgemacht. Nein, keiner da wurde redet nicht jetzt drauf bitte. Geantwortet. Freunde, keiner redet jetzt bitte. Wie nennt man die vier Rechtsschulen im Islam? Eine große Islamexpertin. Wie nennt man einer der vier? Ah bitte, da ist sie abgehauen. Gut, also, es gibt vier Rechtsschulden im Islam, die die Sunniten in der Regel anerkannt haben. Das ist Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Shafi'i und Imam Hanafi. So, und nach der Rechtsschule von Imam Hanbali gibt es folgende Aussage. Abu al-Malih ibn Usamas Vater berichtet, dass der Prophet sagte, die Beschneidung, Ritan, ja, Ritan auf Arabisch, Ritan ist ein Gesetz für Männer und eine Wahrung der Ehre für die Frauen. Das war das, was Imam Hanbali, einer der Rechtsschullehrer, der den Islam, den sunnitischen Islam erzählt, hat das überliefert. Sunan Abu Daud, das jetzt kommt die nächste Quelle. Das ist einer der Quellen, die die Muslime nicht verwerfen dürfen. Atiyah al-Ansariyah erzählte, eine Frau führte in Medina die Beschneidung, Ritan, durch. Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte zu ihr, schneide nicht zu stark, denn das ist besser für eine Frau und wünschenswerter für einen Ehemann. Das heißt, der Prophet hat davon Wind bekommen und hat zu dieser Frau gesagt, schneide nicht zu viel von den Schamlippen ab. Nur gerade so, dass es okay ist, dass die Frau nicht zu viele Gelüste hat, aber dass der Mann immer noch seinen Spaß mit dieser Frau hat. Das wird überliefert in Sunan Abu Daud, im Hadith 5271 und in Hadith 5271, im Buch 41 und 5221 Sunan Abu Daud. Die nächste Lügnerin, die hochgekommen ist und behauptet hat, dass es so etwas wie eine weibliche Genitalverstümmelung im Islam nicht gibt. Das ist es, wenn man mit einer großen Fresse nach oben kommt, aber keine Ahnung hat von den eigenen islamischen Schriften. Und dann will man ihnen diese Quelle vorlegen und dann sagen sie, nein, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Und kannst du Arabisch? Nein, ich kann nicht fucking Arabisch. So wie die meisten Muslime in der islamischen Welt kein Arabisch können, außer den Araber. Es gibt 1,9 Milliarden Muslime. Und davon können 300 Millionen Arabisch, bis auf eine Handvoll von Menschen, die vielleicht Arabisch gelernt haben. Ansonsten lernen wir
alle über die übersetzten Texte. Wieder so eine Check, die abends um, wie viel ist hier angekommen? Um 2 Uhr morgens prangert uns an, dass wir um 2 Uhr morgens auf TikTok sind und siehst es selber. Ja, grell geschminkt mit Wimpern so lang wie die, weiß ich nicht, wie die chinesische Mauer. Und dann kommt sie und erzählt sie uns, ihr habt alle kein Leben, während sie selber mit uns das... Und gebleichtem Haar. Ja. Ist das nicht auch Haram? Das ist so furchtbar. Ist die wissen, guck mal, ich bin zwar keine... Sie will von diesen Leuten nur gesehen werden. Sie will von irgendwelchen Arabern hier auf TikTok gesehen werden. Und dann möchte sie irgendwie ihren zukünftigen Ehemann auf TikTok finden. Das, wir wissen alle, warum sie um diese Uhrzeit da sind. Einfach Tinder. Aber rein praktisch gesehen, wenn man ganz ehrlich ist, Kian hat sie nur eine Aufgabe als Frau, so wie sie sich darstellt. Und das ist die Frauenart, die sich zur Verfügung stellt. Ja. Ich reiß mir hier den Arsch auf und ich versuche einfach nur um diese Uhrzeit was zu machen. Ja, ich habe frei, ich kann mir das leisten. Ja, aber ich bin hier und ich zeige Substanz, ich zeige die Quellen. Ich habe ihr die Quellen genannt und sie hätte sie auch von mir bekommen können. Ist überhaupt kein Problem. Sie hat sich ja selbst widersprochen. Guck mal, ich habe noch nie den Koran gelesen. Ich werde es auch nie tun. Ich muss es auch nicht. Aber auch ich weiß, dass sie eigentlich, wenn sie doch so des Glaubens ist, sich nicht so äußerlich verunstalten darf, wie sie es tut. Ja. Die picken sich immer die Rosinen aus den Kuchen und stellen sich dann hier als hundertprozentige Muslimin hin. Das verstehe das nicht. So sieht's aus. Bane, bitteschön. Bane, Bane. War immer durch. Wie spricht man dich aus? Wie du willst. Such dir das was macht keinen aus. Sinn. Ich will dich so aussprechen, wie du dich hier selber genannt hast. Wie nennt man dich? Bane, okay. Wie aus Batman, den Typen. Okay. Also die englische Aussprache. Okay. Genau. Gut. Ich wollte nur erwähnen, dass der Islam auch positive Eigenschaften hat. Mhm. Das ist meine Frage. Kann man zwar auch mal, kann man nach Afghanistan gucken oder in die Islamische Republik Iran. Oh ja. Und zwar hat der Islam Hals Maulroy. Nein, es ist nur interessant, dass du jemanden, der aus dem Iran kommt, wie ich, spannende Aspekte im Iran gibt und dass du ausgerechnet also diese Klo Afghanistan nennst, in dem der größte mittelalterliche Islam der Welt regiert, dass du da sagst, na, da bin ich mal gespannt, welche positiven Aspekte du dir sagst. Ja? Und zwar hätte es dort diese islamische Revolution nicht gegeben. Hätte es nicht die Machtergreifung der Taliban gegeben, so hätte Amerika in Afghanistan seine Schulen, LGBT-Schulen aufgemacht und seine Vogue ist da propagiert und über George Floyd aufgeklärt und so weiter und so fort und hätte die umerzogen zu dummen Amerikanern. Genau das Gleiche wäre auch übrigens in der Islamischen Republik passiert. Also nennen wir mal einen Aspekt des Islam. Was du da jetzt gesagt hast. Der Typ ist eine Krache, Alter. Ja, also das war jetzt völliger Bullshit. Aber was ist gut am Islam? Nenn mir einen positiven Aspekt im Islam. Der Islam wahrt die konservativen Werte, die konservative Struktur, dass der Mann zum Beispiel das Sagen hat und dass die Frau am Herd nur eine halbe Stimme hat, eigentlich rein fachlich nicht zu sagen hat, dass die Frau völlig angeschissen ist im Islam, und dass die Frau unterdrückt wird im Islam. Und es schützt von Perversion und von Unfähigkeit und auch von Degeneration, wie zum Beispiel vielleicht Typen wie Roy, die sich alle am Wochenende 2 Bier reinhauen, Frauen vielleicht nicht auf den Rock gucken und dann und von solchen... Degeneration schützt es. Bane, ganz ehrlich, das, was du aber positiv dem Islam ansprichst, das gilt für alle streng religiösen Bereiche. Alle streng religiösen Menschen sind sehr keusch. Ich sage, es gilt auch fürs Christentum. Auch das Christentum wahrt diese konservativen Werte, die erhalten werden müssen und die durch unsere neue woke und LGBT-freundliche Gesellschaft langsam zersetzt werden, wie wir sehen. Das können die alle denken. Guck mal nach Amerika, wie da die Gesellschaft zerfallen ist. Guck doch mal dahin, wie dort. Also ist der Islam die Lösung? Passieren die 20% aller Kinder sind transgender. 20% aller Kinder sind transgender dort. Das ist krank. Das Endziel dieser liberalen Gesellschaft ist nämlich, dass alle am Ende pädophil werden und das Kind zum Kindesmissbrauch führen. Scheiße. Also erst einmal möchte ich dir sagen, von Muslime über Kurden,
konservative Werte belehrt zu werden, ist wie von einer Nutte über Keuschheit belehrt zu werden. Das ist wirklich das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Schau dir doch mal Afghanistan an, weil was ist der Unterschied? Schau dir mal den Iran, der Iran und Amerika, vergleich mal. Schau dir mal an, wie die Leute dort leben. 20% aller Jugendlichen in Amerika sind Transen. Was sagst du dazu? Ja, aber mal abgesehen davon. Und der Islam ist die Lösung, oder was? Nein, es ist Bullshit. Nein, nicht der Islam ist nicht unbedingt die Lösung, aber es ist schon eine gute Sache, finde ich. Du hast völlig einen Zweifel. Besonders im Iran. Iran hat der Islam, hat der wirklich was Gutes gemacht. Und zwar hat er diesen komischen Schah, hat er ausgeschmissen. Egal, was du nimmst, nimm weniger davon. Und hat die Islamische Republik mehr davon. Okay, also, wir gehen mal auf die konservative. Aber echt, der Penner Roy eigentlich mal dazwischen. Also in der islamischen Welt, in der schiitisch-sunnitischen Welt, gibt es einen sehr schönen konservativen Wert und der heißt die Zeitehe. Männer können Frauen für 5 Minuten, 10 Minuten, 1 Stunde, 3 Stunden, 1 Tag, 5 Tage, 10 Tage, 3 Monate, 3 Jahre heiraten und fertig. Ja. Das, ja, ist das ist ein sehr schöner konservativer Wert. Das ist der Ausdruck dieser Kultur. Das ist ein interessanter Ausdruck der Kultur. Die Chinesen essen Hunde. Was erzählst du da? Das ist ein Teil der Scharia. Die nennen das keine die Ahnung, Zeitehe und das nennt sich Mutter-A bei den Schiiten und Missjahr-Ehe bei den Sunniten. Ein weiterer konservativer Wert ist, dass eine Frau sich von ihrem Mann nicht scheiden lassen kann. Das ist ein konservativer Wert, um die Ehe zusammenzuhalten. Natürlich ist das alles ein konservativer Wert. Das ist aus einer alten Religion. Ein konservativer Wert. Das ist mal, was konservativ bedeutet. Männer dürfen vier Frauen heiraten und die Frau darf niemanden heiraten, außer den Ehemann, selbstverständlich. So, das nennst du einen konservativen Wert? Konservativ ist, wenn man aus der Vergangenheit Werte holt. Das ist eine Religion der Vergangenheit, mein Dicker, lern mal Definition, Mann. Bist du zu doof? Kannst du nicht mal Definition? Natürlich ist ein religiöser Wert ein konservativer Wert, egal was der Wert beinhaltet. Auch wenn er im Widerspruch mit christlichem Konservatismus steht. Das ist Scharia. Und die Scharia erlaubt einem Mann bis zu 4 Frauen. Habe ich gesagt, dass konservativ gut ist? Ein konservativer Wert ist es auch, wenn ich sage, dass ein Mann 100 Zeitehen nebeneinander laufen haben kann. Er kann 100 Frauen heiraten in einer Zeitehe-Konstellation. Ja. Das nennt man einen konservativen Wert. Das ist die verdammte Scharia. Das ist ein Besten, Buch. Dass man sagt, die Ehe wird zerstört, weil die Männer haben. Ja, es ist aber ein konservativer Wert trotzdem. Die Frauen gehen alle fremd. Es ist trotzdem ein konservativer Wert. Warte mal, du Konservativer hier. Erklär mir mal Folgendes. Und wenn du dann der Meinung bist, dass man da gute Zeichen sehen kann, weil zum Beispiel dann diese Wokeness da nicht mehr zu sehen ist. Wie wird das durchgesetzt? Wie macht man das, dass man diese Menschen da von dieser Gender-Generation... Es gibt dort Gesetze dagegen, ganz einfach. Es gibt Gesetze dagegen. Ja, oder es Gesellschaft nicht toleriert, wie zum Beispiel in anderen Ländern. Wie sehen die Gesetze aus? Es gibt Gesetze, die das einschränken. Es gab auch... Ja, wie sehen diese Gesetze, die das einschränken, aus? Das ist von Land zu Land verschieden. Das kann ich nicht sagen. Mal ganz ehrlich, wie sehen sie von Land zu Land unterschiedlich aus? Wie wird zum Beispiel von der Taliban als Beispiel durchgesetzt, dass du nicht als Transe durch die Stadt bewegen kannst? Also ich kann ein Beispiel aus Russland nennen. Hat jetzt nichts mit dem Islam zu tun, aber ich kann ein Beispiel aus Russland nennen. In Russland ist es mittlerweile extremistisch oder die LGBTQ-Szene wird als extremistisch angesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es dort genauso sein könnte. Oder schlimmer. Nein, es sieht da nämlich so aus. Wenn du zum Beispiel nämlich dann, sagen wir mal, einen Homosexuellen nimmst, dann kannst du sie finden, hängend an Baukränen. Mhm. Und du findest also, dass das etwas Gutes ist, was das Land da gut durchsetzt. Das findest du toll. Bane. Ich würde da gerne mal direkt kurz was Nein, sagen. Lass jetzt, warte mal ganz kurz. Okay. Ich mal ganz kurz, dass Bane mal da reingeht. Das ist fremd unserer westlichen Kultur, aber wenn sich die Kultur dort so manifestiert, habe ich damit kein Problem. Das ist nicht. Also das du Problem findest, also es ist deiner Meinung nach an dem, dass wenn du homosexuell bist, dann in dieser Form bestraft wirst, dass du. Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Ist ein Strohmann. Habe ich nicht gesagt, ist ein Strohmann.
Aber in deiner Umsetzung sieht es doch ganz einfach so aus. Wenn man diese Länder sieht, was du als gut betitelst, wie sie es da umsetzen, dann müssen wir uns ja auch fragen, wie setzen sie es um? Das gibt ja, gerade auch in der Form der Scharia, die dafür sorgt, dass diese Menschen da körperlich drangsaliert werden, dass sie in ihrer Sexualität eingebunden werden. Ich habe dir gesagt, deine Lösung um dieses alles, was du sagst, ich habe dir doch eine Antwort schon darauf gegeben. Dann für dich ich habe dir schon eine Antwort darauf gegeben. Ich habe dir auch schon eine Antwort darauf gegeben. Soll ich die Antwort nochmal wiederholen? Ich habe gesagt, dass ich es in Ordnung finde, wenn sich das in deren Kultur so ausdrückt, aber es hat nichts mit meinen Wertvorstellungen oder mit westlichen Wertvorstellungen, die ich habe, zu tun. Aber trotzdem sagst du, dass du es in Ordnung findest, dass es in ihrer Kultur, in ihren Ländern, wo es zum Beispiel da um die Taliban, um den Iran geht, dass du das da in Ordnung findest. Natürlich, weil das ja ihre Werte sind. In dem Sinne bist du eigentlich gerade dabei, eine offensive Straftat, die da wirklich als menschenverachtend zu sehen ist, weil auf Grundlage seiner Sexualität bin ich der Meinung, hat niemand ich kann mich da nicht einmischen. Zu werden. Ich glaube an eine multipolare ich mische mich nicht in die Geschicke der anderen Länder ein. Du findest es ja auch ganz toll, dass andere Menschen in anderen Ländern deine erste Aussage war ja getötet werden. Aber Bane, deine erste Aussage war dann halt auch ein bisschen blöd gestellt, weil du hast gesagt, dass das das Einzige ist, was du da gut findest. Und somit, du sagst ja aber im Widerspruch zu dir selbst, sagst du jetzt aber gerade, dass du damit nicht konform gehst. Ja, dann hättest du das aber anders gemacht. Ich habe gesagt, dass ich es gut finde, dass diese Ausdrücke, diese Probleme, die sich in unserer Gesellschaft gerade dort aufkommen, dass diese durch den konservativen Islam dort unterdrückt werden. Ja, aber auf alle ja, mit was? Nicht ja, ja. Beziehungsweise auf den diese Ideologie ist es auch an dem, dass du zum Beispiel in einigen Ländern die Kinderarbeit als völlig normal ansiehst. Natürlich. Darüber solltest du mal nachdenken. In deiner Ideologie, in deinem Weltbild sieht es so aus, dass dann da, was da passiert, sogar eine Lösung für dich darstellt, weil du hast ja auch Ansätze gebracht dafür, wie es in anderen Ländern aussieht, wo zum Beispiel 20% transsexuell und weiß ich was nicht alles sind, und dann für dich dieses als Lösung siehst, weil du das bei der Taliban, da wo die zum Beispiel regiert, das nicht siehst. Überleg mal, was für ein Irrsinn du da von dir gibst. Gefährlich. Überleg mal, was schlimmer ist. Was hältst du für schlimmer? Hältst du es für schlimmer, dass 20% der gesamten Jugend irgendwie LGBT... Wenn du mich fragst, ob ich es schlimmer finde, dass sich ein Mensch bunt anzieht und die tausendsten Geschlechter auslebt, oder ein Kinder, oder ein kompletter Staat diese Menschen ausrotten oder dann tötet, mal ganz ehrlich, da brauchst du die Fragen stellen. Jedem klar denkenden Menschen ist klar, dass da auf jeden Fall das Schlimmere ist, einem Menschen das Leben zu nehmen. Also wie ganz kannst ehrlich, du es in Ordnung finden, dass Kinder zu Männern umoperiert werden? Das ist absolut widerlich. Am Ende ist das Schlimmste, was du machen kannst, einem Menschen das Leben zu nehmen. Nee, das ist ekelhaft. Bei Kindern hört bei mir das es gibt keine Kindergeschlechtsumwandlung. Was redest du denn da? Natürlich gibt es das. Ist aber wo gibt es Amerika, du. Warte, mir persönlich wäre es jetzt lieber, hätten wir jetzt die LGBTQ in unserem Land, als irgendeine Terrororganisation, die regiert. Weil du kannst nicht abschreiten, dass die Taliban nicht friedlich mit seinem Volk umgeht. Man hat die Unterschiede gesehen. Ja, aber die sind dort. Die sind dort und regieren dort. Die haben keinen Anspruch, hier auf Deutschland zu regieren, während diese LGBT-Bewegung hier auch... Deine Aussage ist gerade gewesen, was ist denn besser in unserem Land? Sowas wie die Taliban oder die LGBTQ-Szene? So, also in Deutschland würde ich sagen, also es kommt darauf an, Deutschland ist christlich geprägt, es muss ein christliches Land bleiben und die christliche Kultur muss, also das ist eine schwierige Sache, ich kann mich da nicht entscheiden, ich finde, um ehrlich zu sein, beides gleich schlimm. Vielleicht guck mal, alleine schon die Ausdrucksweise christlich geprägt, die scheinst du nicht so richtig zu verstehen. Es ist nämlich so, dass wir ein christlich geprägtes Land sind, die Glaubensfreiheit hat.
Wenn sich dann aber ein Glauben über alle anderen Glaubensformen stellt, und dann ist das doch schon mal ein eigenes. Wir sind ja christlich geprägt. Wir schon mal ein, zum Beispiel in unserem Land trennen eindeutig Staat von Religion. Du in deiner Ideologie vermischt. Wenn du sagst, es ist christlich geprägt. Und wenn man dann auch noch das Strafmaß ansieht, wie du zum Beispiel was als Lösung siehst, dann lieber wenn Menschen sagst, umzubringen, es ist christlich geprägt, als dann dieses eigentliche Problem, was ich dann auch sogar als Problem bezeichnen würde. Wenn du sagst, anzugehen. Es ist christlich geprägt, dann stellst das du ganz automatisch ganz eine Religion. Durcheinander, Leute. Das Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. Ja. Und damit und stellt man ja schon automatisch eine Religion über die andere Religion. Ja, und was auch völlig in Ordnung ist. Daran, dass der Staat das ist die Religion absolut ist. Falsch. Absolut falsch ist das. Der Unterschied liegt ganz einfach daran, dass der Staat von Religion, die Religion getrennt wird. Die Gesetze, die in diesem Staat hier gelten, die stehen über der Religion. Würde jetzt in der Religion, würde jetzt in der Bibel irgendwas Menschenverachtliches stehen, wie zum Beispiel töte deine Nächsten, ganz blödes Beispiel jetzt, dann würde das Gesetz nicht greifen, wäre es wirklich ein christliches Land. Deswegen heißt es auch immer christlich geprägt. Um da direkt mal einzugreifen, ich studiere Jura zum Teil und alleine, wenn du jetzt diese LGBTQ-Bewegung als verachtend ansiehst, dann verstößt du gegen Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4, eigentlich gegen sämtliche Grundrechte, die ein Mensch hat hier in Deutschland. Und christlich geprägt ist in dem Falle... Du weißt schon, dass die LGBTQ-Bewegung ein Zusammenschluss aus allen möglichen sexuellen Minderheiten ist. Ja, trotzdem... Du verstehst gar nicht, glaube ich, was er gerade gesagt hat. Artikel 3, du hast ein ganz arges Problem, Ben, und zwar eine Birne. Artikel 3 zum Beispiel unseres Grundgesetzes sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Artikel 2 zum Beispiel sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Artikel 1 ist die Menschenwürde und das Recht auf Leben. Das ist alles aus dem christlichen oder aus dem Christentum geprägt. Daraus hat sich unser Gesetz zum Teil ergeben. Dass wir diese 10 Gebote übernommen haben zum Teil. Das bedeutet ja nicht, dass ich die LGBTQ-Bewegung gut finden muss. Ich sehe nicht, dass das finden wir hier alle nicht. Aber man muss halt wirklich auch ein bisschen aufpassen, weil es letztendlich Leute sind, die das regt uns auf und wir möchten auch nicht, dass unsere Kinder in einer gewissen Weise damit konfrontiert werden. Es ist alles gut und schön. Ja, das da bin ich voll auf deiner Seite. Ich bin auch nicht dafür, dass Herren oder Männer in Frauenklamotten auf unsere Toiletten gehen. Da bin ich auch noch bei dir. Aber ich möchte das trotzdem nicht. Ich möchte trotzdem nicht, dass diese Menschen sind für mich trotzdem Menschen. Vielleicht haben sie ein bisschen einander Waffe, mag sein, aber ich möchte nicht die Menschen tot baumeln sehen. Weißt du, was ich meine? Und das passiert eben in solchen Ländern, wo die Taliban und so sind. Die Frage ist nur, ich kann Bane auch in gewisser Hinsicht verstehen. Ich habe auch Angst, wenn sich die LGBTQ durchsetzt, dass ich 1000 neue Pronomen lernen muss. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Die Frage ist nur, wo läuft das hin? Und das läuft darauf hin, das sieht man schon in Amerika. Aber bei dir in der Bane ist auf jeden Fall Leute, völlig was daneben gelaufen. Dass junge Leute schon Kinder, dass die dann schon Transgender werden. Und das ist einfach... Das kann nicht so weitergehen. Das könnt ihr gerne nach Amerika gucken. Ihr könnt auch gerne hier auf TikTok euch Videos angucken. Nee, das siehst du auch schon in sämtlichen Filmen oder Dokus oder Kinderdingern. Das schleicht sich ja Stück für Stück ein. Ja? Und aber die Lösung kann dafür nicht der Islam sein. Eben. Ich sage ja nicht, dass der Islam die Lösung in Deutschland ist. In Deutschland ist ein christliches Land und sollte christlich sein. Auch in anderen Ländern kann natürlich das die Lösung sein. Okay, Roy, wenn auch was in anderen willst du denn Ländern dagegen machen? Menschenleben in Gefahr was willst du denn dagegen machen? Da so wie Russland ist unterbinden. Nee. Freunde, was willst du denn dagegen machen, Roy? Was willst du dagegen machen? Leute, was ist mit deinem Land? Bitte. Leute, eine Sekunde. Freunde, ich möchte jetzt Schluss machen. Ich bedanke mich, dass ihr da gewesen seid, aber ich bin schon zu lange hier drin. Alles gut. Ich würde jetzt sehr gerne, auch wenn das eine interessante Diskussion war, aber ich möchte jetzt gerne die Handbremse ziehen und bedanke mich für alle, die da gewesen sind. Ja. Und würde sagen, wir sehen uns dann halt in den kommenden Tagen dann wieder. Mit auf jeden Fall. Gerne wieder, Kian. Dann alle eine gute Nacht, gell? Schlaft ja, jedenfalls. Danke, blaue Herzen für euch, den Busfahrer. Recht herzlichen Dank, liebe Freunde. Danke. Ciao. Ja. Okay.
Kian, ich wünsche dir was, hau rein. Macht's gut. Bye bye, Nanifee. Mach's gut. An den Rest auch. Tschüss, tschüss. Tschüss.